oder so hieß die. Ich hab keine Ahnung. Weiß nicht, welche das ist. Welcher Dark Souls. Ja, keine Ahnung. Also es gab die drei Könige, gab es bei Dark Souls 2, das weiß ich noch. Die waren aber nicht klein, die waren groß. Ja, ja, das kann passen. Okay, die waren aber auch wirklich schwer. Da hatte ich beim ersten Mal auch riesige Probleme. Fand ich Probleme nervig. Mit. Da weiß ich, dass ich da hängen geblieben bin. Und dann auch irgendwie das Interesse dann verloren habe, keine Ahnung. Aber hängen geblieben im Sinne von, ich habe das 10-mal probiert. Aber normalerweise bin ich auch so weit länger. Da haben wir im Let's Play auch sehr, sehr lange dran gesessen. Weißt du, ich bin auch einer, der dann... bei Pokémon habe ich auch dasselbe Ding. So, ich verbringe Stunden damit, mir ein Team zusammenzustellen, wo ich 12 verschiedene Typen habe. Bei Pokémon, also halt eine, keine Ahnung. Wenn ich jetzt eine Ahnung, wenn es der Pisa Floor nicht wäre, ich würde einfach nicht rangehen. Ja, das Pflanze gibt es schon mal auch. Scheiß fucking Runner, dieser scheiß Uhren-Matchup, ne? Wo jeder. Echt? Selbst wenn er dir sagen würde, dass du 60 Millionen Euro gewonnen hast. Irgendwas auf jeden Fall immer sehr effektiv ist. Aber ich will versuchen, gleichzeitig weiterzuspielen. So richtig schnell mit der Hand einmal zum Hörer greifen, annehmen und dann wieder an die Maus ran. Genau, dann will ich das spielen und dann will ich am besten auch neue Pokémon natürlich dran haben und keine alten. Und dementsprechend baue ich dann immer mein Team dann auf und sobald die Max, quasi alle einmal durchentwickelt, ist einfach auch schon wieder etwas langweilig, viel, viel langweiliger, weil ich einfach keinen Fortschritt da mehr habe, außer ein paar Level. Weil du schon dein perfektes Team quasi hast. Quasi, ja. Aber ich verbringe damit Stunden, das aufzubauen. Oh mein Gott! Finally!